Für diese infizierten Adern schneiden wir zunächst rote Wolle in passende Stücke und ziehen sie, wie gezeigt, in feine Fäden auseinander. Danach streichen wir die gewünschte Partie mit Hautkleber ein und lassen diesen trocknen. Die zuvor präparierte Wolle wird vorsichtig auf die Haut gedrückt. Mit einer Pinzette können die Fäden in die gewünschte Position gerückt werden. Alternativ kann die Wolle zuerst in den Hautkleber gelegt und danach auf die Haut gebracht werden. Sobald ihr zufrieden seid, lasst alles durchtrocknen und fixiert es anschließend mit einer Schicht Latex. Diese lasst ihr auch trocknen. Nun pudert ihr das Latex ab und könnt anschließend die Wunde, die für die infizierten Adern verantwortlich ist, schminken. Ich verwende dafür Cinewax, Alkoholfarben und abschließend etwas Kunstblut. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst mir einen Kommentar, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch und einen Besuch von euch auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.